Musical.ly-Star hat Sex während Instagram-Livestream, Jonas Brother heiratet Game of Thrones-Star und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Celebstagram, deinem Lieblingsformat auf YouTube mit dem neuesten Stuff über deine Stars und YouTube-Sternchen. Ich bin Jonas und ihr abonniert am besten jetzt ganz fleißig Awesomeness TV, denn abonnieren macht awesome und das weiß auch jeder selbst in Lampukistan. Ach ja, und drückt die Glocke, weil Glocke ist cool und ihr verpasst nichts, also lass es bimmeln, bitte. Die Kanadierin Kristen Hensher hat eine Menge Fans. Alleine auf Musical.ly hat sie über 17 Millionen Follower und auf Instagram, da folgen ihr 4 Millionen. Wow. 14.000 ihrer Instagram-Follower kamen nun in den etwas anderen Hörgenuss, als die 18-Jährige versehentlich auf Instagram live ging. Den Livestream startete sie nämlich, als sie gerade mit ihrem Freund Andrew Gregory intimer wurde. Doch Glück im Unglück, die Kamera war zum Glück nicht auf die beiden gerichtet, sondern man hörte tatsächlich nur 3 Minuten lang, wie die beiden miteinander kopulierten. Ich finde das sehr schön beschrieben. Dem Musical.ly-Star war diese Aktion natürlich total unangenehm, weshalb sie aber auf Insta-Story direkt mal eine Entschuldigung parat hatte. Es tut ihr entsetzlich leid und sie entschuldigt sich für den kleinen Fauxpas. Sie bittete ihre Fans, die Aktion komplett aus dem Kopf zu löschen und einfach nicht mehr drüber nachzudenken. Bei den 3 Minuten hat man noch nicht viel zum Nachdenken. Wenig später sah sie das Missgeschick aber schon viel entspannter. Shit happens, Missgeschicke kommen vor. Du musst aufstehen, so tun, als wäre es nie geschehen und weiterleben. Das werde ich jetzt tun. Wenn ich eine Frau wäre, ich würde immer so, geil. Ich habe ja noch eine Wurst. Handy, Zigarette. Die stecken ja auch alles immer in den BH rein, ja? Das Ganze heißt, du kannst auch alles hier rausholen. Wir hören schon die Hochzeitsglocken. Game of Thrones-Star Sophie Turner und Sänger Joe Jonas werden heiraten. Erst im vergangenen Jahr zeigten sich der 28- und die 21-Jährige zum ersten Mal bei einem Konzert in den Niederlanden in der Öffentlichkeit. Auftritte und gemeinsame Bilder des Paares gibt es seitdem eher selten. Anfang des Jahres hat die Sansa Stark-Darstellerin lediglich ein Foto ihres Verlobten gepostet. Nun posteten aber beide dasselbe Bild auf Instagram. Auf diesem Foto zu sehen sind die Hände der beiden übereinander mit dem fulminanten Verlobungsring. Der einzige Unterschied unter ihrem Bild, da steht, ich habe ja gesagt und unter seinem Bild, da steht, sie hat ja gesagt. Ja, und wir sagen, juhu. Die Fulminanten, da war jemand on fire beim Schreiben. Boah, die Fulminanten. Achso, und den fulminanten Verlobungsring. Wir machen hier mal eine Abstimmung. Wisst ihr, was fulminant heißt? Ja oder nein? Oder what the, was so? Gratulation gab es neben den Fans auch aus der eigenen Verwandtschaft. Joe Jonas Brüder Nick und Kevin gratulierten durch Repostings auf Twitter und Instagram der neuen Schwiegerin und natürlich ihrem Bruder. Damit hätten sich wohl etwaige Gerüchte um eine wieder aufblühende Liebe zwischen Joe Jonas und seiner Ex Demi Lovato endgültig in Luft aufgelöst. Diese gratulierte nebenbei auch direkt unter dem Instagram-Post den beiden. Und wir wünschen natürlich alles Gute und freuen uns jetzt schon auf die Hochzeitsfotos. Kommen wir nun zum Celebstar Schnelldurchlauf. Süßkartoffel ist die Kartoffel für dich und mich. Nur 6 Tage vor dem tragischen Abschied von Chester Bennington haben er und seine Band bei Apples Carpool Karaoke mitgemacht. Zusammen mit Schauspieler Ken trällerten, schrien und lachten die Jungs. Nun gab die Familie die Folge ihres verstorbenen Familienmitglieds frei und Linkin Park postete das Video auf Facebook. Damit YouTuber ApoRed zu seiner Gerichtsverhandlung kommt, wurde er in Haft genommen. Für die Fans gibt es aber einen weiteren Schock zu verarbeiten, denn die komplette Baba-Tour wurde für den Dezember abgesagt. Schade. Sind Bella Hadid und Drake etwa ein Paar oder doch nur gute Freunde? Kürzlich feierte das Victoria's Secret Model ihren 21. Geburtstag. Zu Gast waren neben ihrer Schwester Gigi auch Drake. Und das Krasse ist, er soll sogar die ganze Party in New York geplant und bezahlt haben. Und das macht man ja schließlich nicht für jeden, oder? Ich glaube, wir sollten da auf jeden Fall nochmal hinschauen, denn es könnte sein, dass da doch ein bisschen mehr zwischen den beiden ist. In eigener Sache, Celebstagram wird ab kommende Woche nicht mehr Mittwoch, sondern ab jetzt freitags um 15 Uhr laufen. Also das ganze bitte im Kalender oder im Handy oder irgendwo markieren und die Glocke aktivieren, damit ihr das nicht verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Diese Woche gibt es ein kleines Kommentar-Special. Ihr habt mich vermisst und habt alle geschrieben, wo ich genau bin, unter dem Hashtag Wo ist Jonas. Und jetzt suche ich mir die 3 besten Ideen raus und kommentiere die einfach mal, weil ich das so schön fand. Vielen, vielen Dank dafür und los geht's. Schön fand ich Hashtag Wo ist Jonas in meinem Herzen von Mighty Victoria. Oh, siehst du mal. Du bist doch in meinem Herzen, ich schwöre, so da, so ganz tief drin, so, so klein, aber du bist du drin. Schwöre. Bist du. Oi. Oh, dieser Song, warum singe ich den eigentlich? Hey, unter dem Hashtag, wo ist Jonas in Portugal? Horst Henn. Das heißt, da war jemand, der
mir auf Instagram folgt. Voll lieb von dir, danke schön. Voll gut gestalkt, die Beste, so, ich schwöre so. Sarah Jangiorgi, sorry, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Unter dem Hashtag, wo ist Jonas? Er ist sicher beim Jeremy Six Topmodel Casting mit seiner Modelfigur. Erstens, schwöre Schwester, danke, habe ich gute Buddy. Zweitens, so, ja, war ich so. Warte, ich mache jetzt mal so ein bisschen Editorial für dich. Das war's mit Celebstagram für diese Woche. Auf Instagram, da haben wir eine weitere News für euch, und zwar auf dem awesomenessTV.de Account. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ihr könnt auch euch noch... Pfui. Ansonsten gerne auch auf meinem Instagram-Account Jonas Himmel vorbeigucken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.